Hallo und herzlich willkommen. In den letzten Folgen haben wir uns die ganzen Möglichkeiten und Techniken angesehen, kurzer Ausblick und so weiter. Ich habe dann versprochen, dass ich auch noch Videos machen werde zum Thema Realvideo und möchte damit beginnen, die Grundbegriffe, die dir beim Erstellen von Lernvideos so unterkommen können, einfach näher zu beleuchten. Tja, und in diesem Video wird es um das Bildformat, die Auflösung, Interlace und Progressiv, beziehungsweise die Framerate und Weißabgleich und Rendern gehen. Ich musste das jetzt machen mit der Hand, denn ich habe gerade festgestellt, dass so wie mein momentanes Setup hier aussieht, würde das funktionieren. Ich könnte sogar mit dem Kopf aus dem Bild herauskommen. Egal, eine kleine Spielerei. Zum Thema Bildformat. Du kennst das wahrscheinlich aus dem Fernsehen. Hier haben sich im Endeffekt zwei Formate durchgesetzt, und zwar das 4:3 Format und das 16:9 Format. Tja, aussehen tun die ganzen oder die beiden so. Das 4:3 Format sehr häufig gewesen bei PCs. Und heute bei Videos beziehungsweise auf YouTube. YouTube wünscht sich von dir 16:9 Formate von den Videos her. Solltest du ein 4:3 formatiges Video hochspielen, wird er wahrscheinlich an den Rändern, und zwar am linken Seitenrand und am rechten Seitenrand, schwarze Balken einfügen, was nicht ganz so toll aussieht. Aber nur damit du weißt, das Bildformat 4:3 beziehungsweise 16:9 sind die gängigsten. Es gibt dann noch 21 zu irgendwas, wird aber hauptsächlich im Kino verwendet. Das nächste wäre die Auflösung. Und die Auflösung bezieht sich auf die Breite und die Höhe in Bildpunkten angegeben. Also Bildpunkte oder Pixel genannt. Und die unterscheiden sich natürlich entscheiden sich je nachdem, welches Bildformat du verwendest. Zum Beispiel bei 4:3 hast du 1400x1050, 1600x1200 oder 2048x1536 Bildpunkte. Ich möchte hier gar nicht weiter darauf eingehen, da ich jetzt unterstellen würde, dass das Format 4:3 aussterben wird, beziehungsweise nicht mehr allzu häufig verwendet wird. Sehr interessant, da ich ja auch primär auf YouTube arbeite, ist das 16:9 Format. Und 1280x720 Bildpunkten würde HD entsprechen. 1920x1080 ist Full HD. Die Begriffe kennst du sicher vom Fernsehen her. Und dann gäbe es noch 4096x2160, das wäre Ultra HD. Ultra HD halte ich für im jetzigen Augenblick eigentlich noch für übertrieben für Lernvideos und dergleichen. Du darfst eines nicht vergessen, 1920x1080, das ist die Auflösung, die ich mit diesem Video hier zum Beispiel verwende. Auf einem Monitor macht sich das toll. Für ein Handy ist das ein wenig übertrieben. Aber 1920x1080 ist so die Standarddimension oder die Standardauflösung, mit der ich arbeite. Da fehlt mir die Kamera dazu, beziehungsweise ich halte es für unsinnig, auf einem normalen Monitor derartige Auflösungen zu fahren. Und laut der Statistik gibt es noch nicht so viele, die sich Videos von mir anschauen auf einem Großbildfernseher. Interlaced bzw. progressiv. Das sind zwei Begriffe, und zwar der Interlaced ist eigentlich von den Anfängen der Bildübertragung im Fernsehen. Und zwar geht es darum, dass die Übertragungsgeschwindigkeiten nicht gut genug, nicht stark genug waren, um eben Bilder komplett übertragen zu können in einer Geschwindigkeit, dass man sie auch wirklich als Film, als bewegte Bilder wahrnimmt. Deshalb hat man die Videos geteilt oder die Bilder geteilt, und zwar zeilenweise. Wie du hier sehen kannst, in diesem Fall ist die erste Zeile
schwarz, die zweite beinhaltet eben Bildinformation, dritte ist schwarz, vierte enthält Bildinformation. Das heißt in diesem Fall 2, 4, 6, 8, diese Zeilen, also alle geraden Zahlen oder alle geraden Zeilennummern übertragen Bildmaterial und alle ungeraden hier schwarz. Beim zweiten Bild wäre es dann genau umgekehrt, alle ungeraden Bildzeilen Bildzeilen übertragen Bildmaterial, alle geraden übertragen schwarz. Damit hat man sich natürlich sehr gut helfen können, weil die Bilder dann schnell genug gekommen sind durch die Übertragungsraten, als dass man die Zeilen nur selten wahrgenommen hat. Hat aber mitunter zu Bild oder zu Flimmern geführt, beziehungsweise man hat so Zeilensprünge gesehen. Da aktuell die Übertragungsgeschwindigkeit groß genug ist, nimmt man progressiv. Und progressiv bedeutet, das Bild wird als Ganzes übertragen. Interlaced wird gerne abgekürzt mit einem I und dann steht da zum Beispiel 1080 I30. Das bedeutet, die Auflösung ist 1920 x 1080. Die Bildübertragung erfolgt interlaced, also Zeilen per Zeilengeschichte, zeilenweise Bildübertragung, und 30 bezieht sich auf die Framerate. Dazu komme ich aber gleich noch. Progressiv bedeutet, das Bild wird als Ganzes übertragen und wird auch angegeben bzw. abgekürzt mit einem kleinen p. Als nächstes wäre da, wie angekündigt, die Framerate. Die wird abgekürzt mit FPS und die Framerate bedeutet Bilder pro Sekunde. Also Einzelbilder, die pro Sekunde gezeigt werden. Hier ist es recht interessant, denn ab 16 Frames pro Sekunde kann man von einem ruckelfreien Video sprechen, beziehungsweise wird das Video als flimmerfrei wahrgenommen. 24 Frames pro Sekunde verwendet man in Kinofilmen, zumindest die Standardversion von Kinofilmen, 25 Frames per Second im PAL-System und 30 Frames per Second im NTSC-System. Grundsätzlich sind die Systeme nahezu egal heute. Du nimmst deine Videos entweder mit 25 Frames oder mit 30 Frames pro Sekunde auf. Der Vorteil ist der, je höher deine Framerate ist, desto geringer fällt die Bewegungsunschärfe aus. Du kannst ohne weiteres zum Beispiel bei 25 Frames pro Sekunde auf 50 stellen oder auf 100 stellen. Bei den 30 Frames kannst du auf 60 oder auf 120 umstellen. Zahlt sich allerdings nur dann aus, wenn du auch wirklich viel Bewegung in dem Video hast und die halt so scharf wie möglich darstellen möchtest. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe für mich noch nicht die Notwendigkeit entdeckt, irgendwie höher zu gehen als eben 30 Frames pro Sekunde. Der Weißabgleich oder abgekürzt als WB, White Balancing, bezieht sich darauf, mit welchem Licht du arbeitest. Ich habe hier zu 99% Kunstlicht und dementsprechend auch den Weißabgleich gewählt. Ich zeige dir hier Beispiele. Ich habe heute ein Foto gemacht von einer Erdbeere. Überbelichtet sind sie alle drei. Aber hier habe ich bei Tageslicht beim White Balancing Kunstlicht eingegeben und du siehst, die Farben stimmen nicht wirklich. Hier habe ich beim Tageslicht selbst angegeben, dass ich Tageslicht haben möchte und habe das Tageslicht mit ca. 5000 Kelvin angegeben. Und hier hat er sich das White Balancing selbst gesucht. Wichtig ist es eben dafür, wenn du arbeitest und, also wenn du mit verschiedenem Licht arbeitest, einerseits mit Tageslicht und zusätzlich noch mit Kunstlicht, dann kann es sein, dass das White Balancing nicht mehr ganz stimmt, weil du eben diese beiden vermischt und das ist dann ein Mischlicht und kann zu Farbstörungen führen. Müsstest du dann entweder mit dem White Balancing händisch korrigieren oder auf eine der beiden Lichtquellen verzichten. Was noch problematisch ist, speziell beim automatischen White Balancing, das läuft während der Aufnahme weiter. Das heißt, während du aufnimmst, versucht er auch den Weißabgleich
während der gesamten Zeit nachzubessern. Dann kann es nämlich passieren, wenn du aufgrund einer Bewegung weniger Licht von einer bestimmten Lichtquelle abkriegst, dann ändert sich auch im Video das White Balancing und hast du auch hier Farbstörungen drinnen. Das gleiche kann dir übrigens auch beim Autofokus passieren. Es ist zwar recht praktisch, wenn die Kamera von sich aus automatisch scharf stellt, aber es kann natürlich dann sein, dass irgendetwas anderes in den Fokus gerät und dann hast du so während dem Video diese Nachkorrekturen, was mitunter störend wirken kann. Dann haben wir noch das Rendern. Und Rendern ist quasi der Fachbegriff dafür und sollte sich ein Videoprofi das Video ansehen, ich habe es hier nur vereinfacht dargestellt, denn ich denke mir, dass jemand, der sich dafür interessiert, Lern- oder Erklärvideos zu machen, nicht unbedingt zum Videoprofi werden muss, um sein Ziel zu erreichen. Also ganz kurz, was ist Rendern? Beim Rendern werden die Einzelbilder neu errechnet und entsprechend komprimiert. Wenn du ein unverfälschtes Bild verwendest, also wenn dein Bild unverfälscht bleibt, dann brauchst du es eigentlich nicht rendern. Oder wenn dein Video unverfälscht bleibt, dann brauchst du es eigentlich nicht rendern, denn es gibt ja nichts, was neu berechnet werden müsste. Wenn du allerdings bei deinem Video im Nachhinein noch zum Beispiel einen Schriftzug einfügst oder Überblendungen machst, Animationen machst, dann müssen die Bilder neu berechnet werden. Und zwar berechnet er die einzelnen Ebenen, die du eben aufbaust. Also zum Beispiel bei dem Bild mit meinem Hund habe ich eine Ebene drüber gelegt, bei dem ich einfach einen Schriftzug drauf getan habe. Und beim Rendern wird das Programm versuchen, das eigentliche Bild und den Schriftzug zu einem Bild zusammenzurechnen, um eben ein fixes Bild zu errechnen. Der Effekt dabei ist eben der, im Nachhinein kann ich den Schriftzug nicht mehr oder nur sehr, sehr schwer entfernen. Das ist zum Thema Errechnen. Beim Rendern passiert aber eben noch mehr. Es wird auch komprimiert. Das bedeutet, wenn du ein Bild oder wenn du ein Video aufzeichnest, dann ergibt sich das Datenvolumen aus der Breite in Pixel, aus der Höhe in Pixel, aus der Farbtiefe pro Pixel und der Frameanzahl und der Länge deines Videos. Das Ganze wird dann dividiert durch 8, um auf Byte zu kommen. Dann wird es nochmal dividiert durch 1024, um auf Kilobyte zu kommen. Und nochmal durch 1024 dividiert, um eben auf Megabyte zu kommen. Das Ergebnis ist dann die Videogröße in Megabyte. Würde ich jetzt ein Video rendern ohne Komprimierung, dann wäre das bei einem angenommenen Video 16:9 Format, also Auflösung 1920x1080, bei einer Farbtiefe von 24 Bit, einer Framezahl von 25 Einzelbildern pro Sekunde und einer Länge von 5 Minuten, also 300 solcher Einzelbilder. Nein, nicht 300 solcher Einzelbilder, sondern 300 Sekunden. Und der untere Teil bleibt ja gleich. Dann ergibt sich daraus eine Größe von 44.494 Megabyte, was im etwa 43,45 Gigabyte entspricht. 43,45 Gigabyte für ein 5-Minuten-Video. Undenkbar. Deshalb wird das Video herunterkomprimiert, und zwar sowohl von der Farbtiefe her als auch von den Informationen, die auf den einzelnen Frames gespeichert werden. Dafür ist aber der Codec zuständig, der macht das gemäß seinen Vorgaben. Ein sehr geläufiger Codec ist da Codec ist hier der H264. Der ist auch ziemlich gut in dem, was er macht. Und der schafft es auf jeden Fall, ein 5-Minuten-Video auf weit weniger als 43 GB zu bringen. Ich hoffe, ich konnte dir zumindest von den Grundbegriffen hier einiges
näher bringen, so dass du weißt in Zukunft, worum handelt es sich bei diesen Begriffen. Sollten dir noch andere Grundbegriffe in den Sinn kommen, schreib mir. In der nächsten Folge habe ich zumindest geplant, zu zeigen, welche Möglichkeiten du hast, wenn du senkrecht auf den Schreibtisch filmen möchtest. Sprich, du hast ein Blatt Papier vor dir, auf dem zeichnest du oder schreibst du. Wie kannst du das mit deiner Webcam oder mit deinem Smartphone aufzeichnen? Ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dich dann nächste Woche hier auf dem Kanal wiedersehen kann. Bis dahin, viel Spaß!